Ja, hallo Leute. Wir haben gerade eine schwierige Situation in der Weltpolitik. Es droht ein großer Krieg gegen den Iran. Und es ist wichtig, dass wir uns mal angucken, was passiert denn da eigentlich gerade. Mike Pompeo, der US-Außenminister, hat jetzt gefordert, dass sich eine sogenannte Koalition der Willigen finden soll, um gegen den Iran vorzugehen. Dieser Forderung ist absolut völkerrechtswidrig. Es gibt keinen Anlass, Angriffe auf den Iran vorzubereiten, durchzuführen. Die Bundesregierung muss jetzt meiner Ansicht nach ganz klar sagen, dass für einen solchen rechtswidrigen Angriffskrieg weder die Bundesrepublik Deutschland noch ihr Militär noch ihre Fläche zur Verfügung steht und dass sie alles dafür tun wird, dass auch über die US-Relaisstation an der Airbase Ramstein keine Steuerungsdaten und keine Drehscheibenfunktionen übernommen werden für das US-Militär in einem solchen Angriffskrieg. Was ist der Hintergrund? Die USA haben schon vor Monaten das Iran-Atomabkommen gekündigt, obwohl der Iran sich an jede der Vereinbarungen gehalten hat und auf eine Hochanreicherung von Uran verzichtet hat. Und damit eben auf die Weiterentwicklung seines vorher bestehenden Atomwaffenprogramms. Das ist alles überprüft worden, es ist von allen UN-Einrichtungen bestätigt worden. Die USA haben scharfe Sanktionen gegen den Iran verhängt und nicht nur gegen den Iran, sondern auch gegen alle Länder und Unternehmen, die sich weiterhin an dieses Abkommen halten. Denn das Abkommen beinhaltet ja, dass der Iran dafür, dass er auf ein Atomwaffenprogramm verzichtet, auch Handel treiben darf mit den anderen Ländern der Welt, dass er sein Öl verkaufen darf, dass er Waren, die er nicht selber herstellen kann, importieren kann. Und natürlich hat jetzt die iranische Führung in Teheran gesagt, sehen sie sich auch nicht mehr dran gebunden und würden sich vorbehalten, Uran auf 20% anzureichern. Das ist kurz unterhalb der Schwelle, ab der man atomwaffenfähiges Uran bekommt. Nun, haben wir ein großes Interesse daran, müssten alle ein großes Interesse daran haben, dass es keinen weiteren Atomwaffenstaat auf dieser Welt gibt. Es gibt 14.000 Atomsprengköpfe und das sind meiner Ansicht nach eh schon 14.000 zu viel. Wir wollen keine weiteren. Das heißt, man müsste alles dafür tun, dieses Abkommen zu erhalten. Und dann sind in letzter Zeit seltsame Angriffe auf Öltanker im Persischen Golf, in der Straße von Hormuz geschehen, die die US-Geheimdienste sofort dem Iran angelastet haben. Dafür gibt es wieder einmal keine unabhängigen Beweise. Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass die Szenarien, die das Pentagon nach außen gibt, nicht ebenso wenig stimmig sind wie 2003 die Behauptungen, der Irak würde Massenvernichtungswaffen besitzen. Das heißt, solange es keine nachprüfbaren Belege gibt für die Urheberbehauptung des US-Geheimdienstes und des Pentagons. Solange darf auch die Bundesregierung sich in keiner Weise der USA anschließen und sie darf auch auf keinen Fall Einrichtungen in Deutschland zur Verfügung stellen, um als Drehscheibe für diesen angekündigten Völkerrechtsbruch zu fungieren. Deswegen sage ich, geht alle am Samstag nach Ramstein auf die Demonstration an der Airbase, um nochmal deutlich zu machen, wir wollen keinen erneuten Angriffskrieg, wir wollen Frieden, wir wollen keine weitere atomare Aufrüstung und wir wollen nicht, dass unser Land zur Drehscheibe wird für Krieg und für Verbrechen.